Leute, Crimex hier und heute ist Freitag. Ihr wisst, was das heißt. Eine neue Episode der Friday Stun Show ist am Start. Und um genau zu sein, nun schon die 16. Episode, Leute. Richtig geil, wie lange das jetzt hier schon läuft. Also, dass es zurzeit jede Woche klappt, freut mich auf jeden Fall richtig, weil ich einfach immer wieder merke, wie sehr euch diese Serie gefällt. Auch diese Woche wieder über 4300 Likes erreicht auf die letzte Episode. Ich denke mal, ich muss euch nicht jedes Mal wieder sagen, dass ihr wirklich absolut krass seid und dass mich einfach jedes Mal wieder freut und noch mehr motiviert, für euch jede Woche wirklich so eine Friday Stun Show rauszuhauen, wenn ihr das so feiert, und deswegen würde ich mich natürlich auch dieses Mal wieder darüber freuen. Ja, Leute, ich will jetzt gar nicht lange rumlabern und ich würde sagen, wir starten direkt mit Platz Nummer 5 für diese Woche. Platz Nummer 5 wurde eingeschickt von Previous und wir haben hier direkt mal einen BMX Stunt. Er nutzt hier diesen Hügel zum Absprung, macht zunächst einen Frontside Grind, dreht sich dann auf Backside Grind und grind hier schön diese komplette Stange entlang und landet das Teil hier dann auf dem Boot. Wirklich ein schönes und einfallsreiches Ende und somit ein wirklich verdienter Platz Nummer 5 für diese Woche. Bei Platz Nummer 4 handelt es sich um einen Skydive-Stunt, eingeschickt von Yellow. Und ich finde es wirklich extrem cool, dass wir in dieser Stunt-Show mal ein paar andere Stunts haben als immer nur Motorrad-Stunts. Denn es sieht wirklich extrem krass aus, Leute. Er fliegt hier einfach durch diese Lücke durch. Und ich glaube echt, es hat wirklich einiges an Zeit gebraucht, um diesen coolen Skydive-Stunt zu stehen. Und deswegen ein wirklich verdienter Platz Nummer 4 für diese Woche. Platz Nummer 3 wurde eingeschickt von Obrox. An der Stelle hier mal wieder ein BMX-Stunt und er macht hier einfach einen Triple Grind, Leute. Er grindet dreimal hintereinander und ich glaube, es ist echt wirklich ziemlich hart, dreht sich dabei noch am Ende und ein wirklich schöner Platz Nummer 3 für diese Woche. Platz Nummer 2 wurde eingeschickt von dem Stunter Network 8 und auch dieser hat diese Woche mal wieder richtig den krassen Stunt eingereicht. Er nutzt hier dieses Telefon aus zum Absprung und fliegt wirklich übelst lang, Leute, auf dieses Gebäude, schafft es gerade noch so drauf und macht einen wirklich schönen und langen Airglide und damit ein wirklich verdienter Platz Nummer 2 für diese Woche. Ja, Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen. Platz Nummer 1 wurde eingeschickt von Lauren Thomas Box. Ein wirklich richtig kranker Stunt, Leute. Er fährt hier wirklich mit übelst viel Anlauf gegen diese Kante und fliegt einfach übelst weit, Leute. Er macht einen richtig kranken Airglide und landet das Teil einfach auf diesem Kran als ein wirklich schöner und auch wirklich verdienter Platz Nummer 1 für diese Woche. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch diese Friday Stunt Show gefallen hat. Wenn es euch dann brüllt, jetzt immer auf den Like-Button ein, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab, denn da sind alle Kandidaten drin. Die haben es auf jeden Fall alle mal richtig verdient, dass ihr mal bei denen vorbeischaut, und wenn ihr mir selbst einen Stunt einsenden wollt, verspreche for the win, scheiß drauf, dann schaut auf jeden Fall auch mal in die Videobeschreibung, denn dort steht alles, was ihr tun müsst, um mir einen Stunt einzusenden. Ja, Leute, ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus und dann wünsche ich euch natürlich noch einen guten Start ins Wochenende. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.